Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Century Age of Ashes. Und ja, Start in 3, 2, 1. Vollgas, mein junger Drache. Wie wir hier sehen, ist das eine neue Map? Oh mein Gott, Hilfe! Oh, ich wollte ja auch mit Controller spielen. Ha! Hilfe! Boah! Ich muss mich hier wieder ein bisschen rein tadeln, ganz ehrlich. Wir fliegen erstmal ein bisschen rum. Es ist jetzt ein, zwei Tage her, wo wir hier zuletzt drin waren in dem Game. Ah ja, so kann man schießen. Okay, okay. Jetzt bin ich wieder hier. Top to go. Das ist eine neue Map. Wir müssen den Golddrachen hier abschießen. Und ja, die ein oder anderen werden das Game sehr wahrscheinlich schon kennen. Wir haben das nämlich schon vor ein, zwei Monaten mal gespielt. Ja, ein, zwei Monaten. Und ja, ich glaube, ich brauche dazu nicht sehr viel sagen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Durch den Tunnel durch. Und runter, Sturzflug. Für alle Drachenfans das perfekte Game. Es ist kostenlos und macht sehr viel Spaß. Ui, schnell mal ausweichen. Ich mag's wirklich gerne, das Spiel. Es sei denn, mein Controller spackt hier wieder Hilfe. Wir sind noch nicht tot, es ist gut. Wir liegen aber punktetechnisch stark hin. Wir müssen jetzt hier, das ist so ein Erbeutemodus. Das heißt, wir müssen hier diese Gelddrache abschießen. Und ihr seht, wir bekommen hier dauerhaft Geld. Und dieses Geld, das müssen wir dann auch abgeben. So, jetzt haben wir hier unser Geld. Dieses Geld, was wir hier gesammelt haben, müssen wir jetzt hier auch in unsere Schatztruhe hier. Blub. Wird es jetzt ausgeschüttet. 165. Abgeben sozusagen. Und das ist jetzt hier dieser Geldspielmodus auf Deutsch gesagt. Es gibt hier, wie gesagt, mehrere verschiedene Modi. Sogar auch rein im PvP-Modus. Das ist jetzt hier mit so ein bisschen extra. Alter, auf der neuen Map. Bisschen extra geswiddle hier. Den können wir uns holen. Der hat 100 Gold. Oh mein Gott, wir haben alles eingesammelt. Durch. Schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Wie viel Gold haben wir? Sehen wir das irgendwo? Keine Ahnung. Erstmal fett die Nase gebrochen. Der kleine Fratz, der Arme hier. Und ihr seht hier schon, wir müssen hier entweder von den Feinden das Gold erbeuten. Unten links steht das Gold, tut mir leid. Oder halt uns das Gold von den Drachen hier holen. Den wir den ganzen Spells hier rumfliegen. Oh mein Gott, wir haben irgendwas eingesammelt. Oi, Hilfe. Miauung. Okay, wir haben gerade keine Energie mehr. Ich muss ein bisschen langsamer fliegen. 45 Gold könnte man speichern, wenn man lustig wäre. Und keine Energie. Ah! Einfach reinhauen, reinhauen, reinhauen. Heiß, 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 heiß. Oh, oh, oh. Wir sind gleich tot. Nein, da vorne ist... Der darf nicht reinkommen, der darf nicht reinkommen, der darf nicht reinkommen. Nein! Oh Gott. Abgeschossen. Das war Glück. Das war jetzt, glaube ich, Runde 1 von 2. Runde gewonnen, ganz einfach. Vor allem, ich habe einen klasse Controller. Ihr seht hier, jetzt leuchtet es. Wenn ich hier ein bisschen bübbel, ist er jetzt aus. Super Controller. Klasse Xbox-Qualität. Man liebt es. Kann ich absolut empfehlen, das Spiel wirklich mit Controller zu spielen. Wie gesagt, ist kostenlos. Macht sehr viel Spaß, hat verschiedene Modi. Und viele neue Maps auch dazu bekommt, seitdem es rausgekommen ist. Wir sammeln hier oben mal das Schild ein. Der hat schon 75 Gold. Und haben wir hier abgeschossen. Haha, jetzt haben wir die 75 Gold. Hier in dem Modus ist hier das Ziel, das Gold hier wirklich zu sichern. Vor die Gegner. Blup. So, beispielsweise.
Und ja, Gold bekommt man, indem man hier die anderen Golddrachen hier abschießt. Und indem man keine Wände rammt. Vielleicht. Man hat auch verschiedene Fähigkeiten, verschiedene Drachen gibt es hier. Ich glaube, ich brauche hier nicht so viel zu erzählen. Ja, wir können auch mal Feuer sparen hier ein bisschen. Dann kommen wir nämlich auch ein bisschen Geld. 81 haben wir. Könnte man sich noch ein kleines bisschen besorgen. 107 können wir mal abgeben hier. Schön langsam hier rein. Und splablub. 107. Schön, schön, schön. Wir sind leicht in Führung. Kann sich aber noch viel ändern. Hier, hier, hier. Der hat Kohle hier. Der Dicke hier. Ja, schnapp. Der Modus hier ist, wie gesagt, nicht so ganz so hart vielleicht wie der andere Modus. Weil hier nicht so ganz so krass auf die Spieler gegangen wird. Oh. Als ein normales Skirmish. Oder 6 gegen 6. Setzen wir erstmal hier einen Riegel vor. Müssen schön unter Druck halten. Schön unter Druck halten. Wir müssen auch die direkt immer aufhalten, sobald die irgendwie Geld erzielen. Dass wir die direkt aufhalten. Komm, 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 komm. Abfackeln, abfackeln, abfackeln. So, das war gut. 73 Gold gemopst vom Feind. So soll es sein. Und hier ist eine Bombe. Ich glaube, wenn man mit der Bombe in feindliche Lager reinfliegt, dann verlieren die Gold. Oh nein! Nein! Oh nein, Hilfe! Hier ist die Bombe. Und wir müssen das jetzt hier ins feindliche Lager bringen. Wenn wir schnell genug reinkommen. Komm, komm in Ordnung. Ich glaube, wir haben die Bombe verloren. Scheibenkleister. Unsere Schatzkammer wurde gesprengt. Ah, ich dachte mal, man verliert erst die Bombe, wenn man vollkommen abgeschossen wird. Das ist jetzt natürlich doof gelaufen. Oh mein Gott. Felsen geknutscht. Hilfe. 34 Sekunden. Das wird schwer sein, um aufzuholen. Gut, das ganze Geld haben wir hier wieder. Verdammte Axt. Nein, ist vorbei. Ist vorbei, 12 Sekunden. Wenn wir nicht noch irgendwie ganz schnell eine Bombe kriegen. Schade, schade, Schokolade. Wir höchstens noch ein bisschen den Kill. Oder auch nicht, der Schlawiner ist davon gekommen. Schade. Schade, schade, schade. Da habe ich ein bisschen versagt. Ich tue mal hier ein bisschen Blub machen. Ich bin etwas überbelichtet. Haben wir ein bisschen versagt. Schade. Okay, okay. Jetzt Konzentration. Es bringt nichts, in den ersten Minuten wirklich in Führung zu gehen. Man muss taktisch hier spielen. Der schnappt sich den hier. Das ist wirklich das Wichtige. Hier wirklich taktisch durchzugehen. Und dann hier auch gut und schnell durchzukommen. Aber ich habe auch, sehe hier auch, die haben hier einige neue Items hinzugefügt. Zum Beispiel dieser extra Wing Buff. Kann hier mal kurz ja in Führung gehen. Ich glaube, es ist schneller, wenn man hier direkt wieder rausfliegt. Oh mein Gott. Schweine! Mein Gott! Es gibt natürlich auch noch die Phantomklasse. Da kann man sich unsichtbar damit machen. Und Giftdrachen gibt es natürlich auch noch. Wie gesagt, wir sind ja der Damage-Dealer. Der hat auch gut Rüstung. Spielt sie auch dementsprechend. Aber nicht jeden Felsen knutscht. Autsch! Mein Drache hat so absolut keinen Bock mehr auf mich. Abschießen. 150 Gold.
Oh, oh, oh. Unsere Kästen sind gelockt. Das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Sammeln wir einfach noch mal ein bisschen Gold. Oh nein, 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 nein. Wir werden abgeschossen von einem bösen Jungen. Oh nein, 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 nein. Da müssen wir jetzt aufpassen. Jo. Schild noch mal einsammeln. Und jetzt können wir es abgeben. 180 Gold ist schon ein gutes Sümmchen. Und abgeben. 181. Haben wir Glück gehabt. Haben wir Glück gehabt. Aber ein bisschen Skill ist definitiv vorhanden. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Dann kommt die Sau. Den hier, den hier, den holen wir uns. Der hat 100 irgendwas Gold. Den holen wir uns. Und vollkommen erwischt. Nice. Flügelbuff. Er hat das Duell, unser Boy. Sollten wir eigentlich beschützen, aber mit 200 Gold, das hauen wir lieber mal in unsere Bank. Das sieht hier sehr gut aus. Das Juwel bringt nämlich auch, ist das Gegenteil zur Bombe. Die Bombe sprengt. Hilfe! Die Bombe sprengt nämlich das Feindliche und das, der Juwel. Ich glaube, da kriegt man entweder einen Bonus. Oder ich weiß nicht so ganz. Ja, fliegt zu uns, hast recht. Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Hier drin. Der ist bei uns drin. Lol. Junge, warum bist du bei uns? Hier. Miau. Komm, wir haben kein Gas. Ja, wunderbar. Ich bin auf jeden Fall nicht eingerostet. Das ist schön zu hören. Gut, das ist aber hier jetzt mal wirklich ein klares Statement, was wir hier gesetzt haben. Los, los, los. Ah, na komm. Nice. Schöne Schlacht. Kann man nichts sagen. Ja, das war jetzt mehr als deutlich. Schöne Feuerprobe. Oh, schön. Jetzt wechsle ich wieder auf die Maus. Erster. Seht ihr? Ich hab Skill. Ich hab Skill. Ach, ups, wo bin ich jetzt drauf gekommen? Ich hab Skill. Ein bisschen Skill ist vorhanden. Wir haben zwar jetzt nicht so viele Kills gemacht, aber wir wurden auch kein einziges Mal abgeschossen. Na? Und ich habe jetzt auch im Game nicht so einen hohen Rang. Muss man halt auch dazu sagen. Macht aber wirklich sehr viel Spaß. Ab und zu mal reingucken, ein absolut schönes Game. Man muss kein Echtgeld ausgeben. Echtgeld kann man nur ausgeben, wenn man neue Drachen haben will. Beispielsweise, man kann sich auch Drachen erfarmen. Das geht auch. Na? Oder halt Deko haben will. Rüstungen mal haben will. Die bringen nichts, die schauen nur schön aus. Nächste Belohnung, ein zufälliges Ei. Yes! Stufe 10, da freue ich mich schon drauf. Jetzt können wir ausbrüten. Hauptmenü. So. Hier seht ihr jetzt unser schönes Hauptmenü. Ich bin hier oben drüber über zwei, drei Sachen, aber die sind nicht sonderlich wichtig. Hier Belohnungen. Gibt auch tägliche Truhe. Na komm. 250. Okay. Crimson Spoils. Jetzt spielen. Das kann man eigentlich auch mal machen. Hier nochmal kurzer Überblick. Bei Spielen gibt es Rangmodus. Ich sehe die Zeiten. Dann hier normal spielen. 6 gegen 6. Und Tore des Feuers. Ha. Dann Training kann man natürlich auch machen. Tutorial. Ich habe es ja schon mal gezeigt. Klassen hat sich hier noch nichts geändert. Wir haben gerade Marodeur gespielt. Na, Drachen haben wir auch zwei verschiedene. Dann hier kann man Rüstungen noch dazu holen und seine Zeug kann man anpassen, bla bla bla. Drachenei schlüpfen haben wir leider nicht. Das hier ist der Giftdrache hier. Und hier haben wir das Phantom. Ja. Und ja. Dann hier kann man jetzt mal gucken, wo es hier die neuen Drachen gibt. Hier kann man auch jede Menge Drachen freischalten, ohne dass man Geld ausgibt. Ja.
Kann man machen. Ihr seht, hier ist die Drachenliste. Es sind ein, zwei drin. Klar, die haben bestimmte Modelle. Das heißt, nur drei Stück. Wir haben immer, Moment hier, immer ein Marodeur, immer hier eine Windwache und immer ein Phantomdrache. Ne? Also hat man immer dasselbe Modell. Quasi. Hier bei Shops. Es sind neue Sachen hier wirklich reingekommen. Seht ihr, ist echt Geld und auch diese Bluttropfen da oder was das sind, Kristalle. Kann man sich auch hier Sachen kaufen oder halt auch mit normalen Münzen oder. Es ist recht fair wirklich gestaltet. Die neue Klasse kommt in Kürze. Kürze dauert schon ein bisschen. Dann kann man sich Booster auch noch holen. Juwelen, ihr seht, es ist natürlich auf echt Geld ausgebaut, aber es ist fair. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schön an dem Game. Und ja, ich würde mal sagen, das war es dann auch soweit von dieser wunderschönen Folge. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr von dem Game haltet. Wollt ihr mehr sehen? Wollt ihr weniger sehen davon? Und ja, bis dahin bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.